Ich hab Angst. Das ist so die erste Situation bei Tumpel, wo ich echt sagen muss. Oh mein Gott! Herzlich willkommen bei einer neuen Aufnahme. Ich hatte mal so kurz Lust, dieses Herausforderungsgrab zu machen. Da sind wir zuletzt stehen geblieben. Und hier war es ja auch so, dass hier so ganz komische, seltsame Viecher rumkrabbelten. Und ich weiß jetzt nicht so ganz... Oh. Sie geht da durch. Ich wusste nicht, dass sie da durchgeht. Das dauert aber lange. Ist ganz schön eng, ne? Ja, da wollte ich mal kurz, bevor wir in unserer Hauptquest da erstmal weitermachen, das Herausforderungsgrab ausprobieren. Ja, das hatte ich vor. Und sobald wir uns jetzt hier durchgequetscht haben, ja, hier rechts, kommt nochmal diese Anzeige, Herausforderungsgrab, erkunden Sie, um den Eingang zu finden. Dann erkunden wir doch mal. Muss ich da hoch oder runter? Okay, runter sieht schlecht aus. Ich nehme an, wir müssen hoch. Oh, das war knapp. Und rauf hier. Und so viele Stalagmiten und Stalaktiten. Das kann man sich so auseinanderhalten. Weil Stalaktiten, da ist ja ein T drin. Und so merke ich mir das immer. Ein T hängt ja so nach unten. Also da ist ja oben dieser Strich und dann geht es nach unten. Also das ist so ein Stalaktit. Und Stalagmit mit M, ja. Da ist das ja so, dass uns die Ausrüstung fehlt. Aber M ist ja wie diese Zacken von unten. Ihr versteht schon. Ja, ich denke mal, die meisten können sich's denken. Dann müssen wir hier nochmal tauchen. Show! Ich glaube auch irgendwie, Lara ist in Wahrheit so ein Fischmensch. Solange wie die immer Luft anhalten kann. Ich wäre schon 300 Mal ertrunken. Da schwimmen wir ein bisschen schneller. Da liegt noch was vergraben. So rechts oder links? Ich weiß es nicht. Von schwimmen wir nach rechts. Keine Ahnung, ob das gut ist. Wo wir lang müssen, ist ja sowieso immer total ungefährlich, einfach irgendwo in der Höhle zu tauchen, ohne irgendwelche... Naja, ihr wisst schon. Ohne irgendein Equipment. Ja, wir sind wieder da, wo wir am Anfang waren. Das war natürlich gewollt. Ich möchte natürlich auch so viel wie möglich vom Spiel zeigen, deswegen... Ja. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich einen schlechten Orientierungssinn habe. Sowas würde ich auch nie zugeben, dass ich einen schlechten Orientierungssinn habe. Das ist ja lächerlich. Da war gerade wieder diese Anzeige, aber ich will eben Luft holen. Wo war das Luftding? Mensch. Ist das? Nein! Shit. Hier ist noch. Ah, da! Das habe ich gar nicht gesehen. Oh, da haben wir aber nochmal Schwein gehabt. Hier ist eine Leiche und die hatten Schwarzpulver. Schwarzpulver, ein primitives Treibmittel, gefunden in Lagern und Ansiedlungen. Dient der Herstellung von Spezialmunition und Waffenupgrades. Na dann. Lassen wir uns frei klopfen. Schlagen. Reißen, wie auch immer. Beliebiges Wort hier bitte einfügen. Macht sie auch das Licht an? Ich sehe so wenig. Hilfe! Hä? Sind wir nicht gerade hier hochgeklettert? Ich bin verwirrt. Ich
bin in der Tat sehr verwirrt. Hä? Oh Mann. Ich glaube, wir hätten woanders lang schwimmen müssen. Ich probiere es nochmal. Sorry, bitte. Wie gesagt, das hat nichts mit meiner Orientierungslosigkeit zu tun. Sind wir lang geschwommen? Ich habe keine Ahnung. Das Licht irritiert mich. Hier sind wir aber noch nicht lang geschwommen. Unbekanntes Gebiet. Herausforderungsgrab. Ich werde immer so nervös, wenn wir so unter Wasser schwimmen. Ich weiß nie so richtig, wo wir... Oh, da sollten wir uns verstecken. Hier lang. Oh Gott, wo muss ich denn jetzt lang? Ich sehe nichts. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh, der hat uns nicht gesehen. Hä? Warum? Nein, ha! Sterben. Da sind auch direkt zwei Aale. Das ist sehr ungemütlich hier. Ich fühle mich hier gar nicht wohl. Den erledigen wir auch mal eben noch. Dann nerven die nicht mehr so. Das macht mich voll nervös. So, geh sterben. Dann holen wir nochmal schnell Luft. Keine Ahnung, wo es hier lang geht. Ich bin etwas überfragt. Keine Ahnung. Anscheinend geht es da nicht weiter. Oder ich habe was super Offensichtliches übersehen. Ich habe gerade eine Kiste gesehen. Da. Aha. Dann war das wahrscheinlich nur zum Looten da. Aber ich würde gerne noch dieses Grab finden. Zum Teufel, wo ist das? Was soll denn das? Mal ein bisschen zügiger. Jetzt kommt wieder diese Anzeige. Das ist echt komisch. Hey, jetzt kommen wir wieder hier raus und dann passiert, und dann sind wir wieder am Anfang. Das irgendwie... Kann man da hochklettern? Oder hier irgendwo? Hä? Jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Wow. Wow. Ja, geil. Kann ich mich hier abseilen? Hm. Das bringt auch irgendwie nicht viel. Hä? Oder ist es einfach wirklich, wir kommen hier noch nicht durch? Das kann natürlich auch sein. Dann hat sich das natürlich erledigt. Und dann machen wir wohl doch weiter mit der Hauptquest, die wir eigentlich verfolgen. Naja. Überhaupt keinen Krach hier machen. Ja, werf alles runter. Das hört sich vielversprechend an. Nur ein Geräusch, ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Keine Ahnung, wo ich jetzt lang muss. Runter. Muss ich mich rüberschwingen? Ja.
tatsächlich. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Nee, wir müssen glaube ich doch tiefer. Da ist eine Kletterwand. So. Noch einmal. Ein Glück, dass Lara so sportlich ist. Ich habe auch selbst noch nie so eine sportliche Person gesehen. So, dann hier rüber. Ganz locker flockig. Lara, der Kletterexperte. Das hört sich fies an. Wir werden bestimmt gleich angegriffen. Und zwar dann, wenn wir es am wenigsten rechnen. Bestimmt hinter so einer... Ich weiß nicht. Ii. Wer ist das denn? Hm. Ich bin mir unsicher. So. Das ist ein cooles Bild. Vielleicht nehme ich das als Thumbnail. Vielleicht sollten wir den mal runterschneiden, oder? Oh, draußen hupt wieder Menschen. Ich weiß nicht, ob man das hört. Schrotflinte, Baby. Yes. Ja, die habe ich doch vermisst. Und dann werden wir wahrscheinlich auch durch diese komische... Ach, dann werden wir diese Grabungsstätte, da können wir bestimmt weiter. Dann können wir uns den Weg freischießen. Das müssen die verschwundenen Trinity-Soldaten sein. Neues Basislager entdeckt. Echt mal looten. Schrotflintenbarriere, tatsächlich. Ja, theoretisch könnten wir jetzt nochmal zurückklettern, aber da habe ich jetzt eher weniger Bock drauf. Weiß auch gar nicht, ob das geht. War hier nicht gerade noch eine Kiste? Ich dachte, das wäre eine Kiste. Naja. Erstmal schauen, was wir skillen können. Fähigkeiten haben wir immer noch ein. Aber ich überlege momentan echt, ob es nicht besser wäre. Atem des Kaiman. Dass wir die Luft länger anhalten können. Sie können schneller schwimmen. Das mache ich mal. Das wäre echt nicht schlecht. So. Wo ist denn die schöne Schrotflinte? Ach, wir haben zwei. Okay, die hat viel weniger Schaden. Doppellauf-Schrotflinte. Wenn die nicht aufhalten kann, was auf dich zukommt, lauf. Standard Pumpgun der Trinity-Truppen. Gut ausbalanciert und in jeder Situation um Klima zuverlässig. Schaue ich mal hier nach Upgrades. Ich hätte schon gern mehr Schaden. Sehr viel Schaden. Schaden! Mehr! Präzision ist hier nochmal besser. Und hier Feuerrate. Nachladetempo finde ich eigentlich wichtiger. Hm. Machen wir nochmal Präzision. So. Dann können wir wieder nichts mehr skillen. Beziehungsweise upgraden bei Waffen. Dann geht's hier weiter. Mit der Schrotflinte. Pam! Das ist sehr dunkel, ne?
macht sie kein Licht an? Kann man das manuell nicht einschalten? Die macht das, glaube ich, immer nur automatisch. Ich hoffe, man sieht was. Ansonsten schaue ich mal eben, ob ich es doch vielleicht ein wenig heller mache. Helligkeit. Kammerkorrektur. Bei schwachem Licht gut erkennbar. Ja, so ist ein bisschen besser. Die Lichtverhältnisse bei mir im Zimmer sind gerade auch ein wenig anders als sonst. Deswegen sehe ich das jetzt so schlecht. Also, ja, jetzt gut. Ja gut, jetzt hast du die Taschenlampe wieder an. Mir ist auch gerade mal bewusst geworden, dass wir auch Giftpfeile herstellen können. Und als ich an dieser einen Stelle, wer sich vielleicht erinnern kann, so oft gestorben bin, das hätte ich vielleicht mal ausprobieren können. Das hätte uns um so einiges erleichtert. Ah, naja, ich hoffe, ich werde nächstes Mal in der nächsten Situation dran denken. Wer ist er denn? Ein verirrter Cosplayer, nehme ich mal an. Ih, jetzt hängt er da. Oh nee. Die Pumpkin ist natürlich jetzt sehr auffällig, ne? Oh, nee. Nimm mal deine Waffe. Ich hab Angst. Also das ist so die erste Situation bei Tupel, wo ich echt sagen muss... Oh mein Gott! Ich sag's doch! Scheiße. Genau an der Stelle, wo ich nicht mit rechne. Pumpgun! Nein! Lad nach! Hab ich nur einen Schuss? Noch einer. Boah. Oh mein Gott. Wo ist er? Hier sind noch mehr. Wo denn? Ah! Oh mein Gott. Ich bin so nervös. Nein. Nein. Das sind zu viele! Wie viele kommen denn dann auch, bitte? Nein! Lad nach! Es geht weiter, nein, bitte, nein. Shit. Oh.
glaube, ich hätte kontern können, aber ich weiß nicht, was man da drücken muss. Meine Güte. Das ist ganz schön nervenaufreibend. So. Oh nee! Wie viele sind das? Nichts wie weg. Ja, ich würde jetzt auch... Ja, keine schlechte Idee. Wenn wir ein bisschen was looten. Vielleicht sollte ich mich beeilen. Eine äußerst unangenehme Situation. Und ich bin aber nicht gestorben. Ich bin, Puh, ja. Oh, ich hoffe, ich habe jetzt nicht übersteuert. Ich war gerade sehr laut. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ja. Auge der Schlange. Silberne Schüttel von X-Shell finden. Ja, das, AI. Soll mal weggehen hier. Ich fühle mich gar nicht wohl. Ja, sich die Hände ausschütteln, wenn man noch im Wasser steht. Das bringt's total. Aber wie gesagt, das war ja wieder diese Situation, dass wir nicht damit gerechnet haben. Ich dachte, der eine steht da hinten, wir schleichen uns an und dann wurden wir angegriffen. Das war wieder diese ganz miese Masche, die ich gar nicht gut finde. Nee, kann ich gar nicht gut heißen. Etwas blockiert das hier. Etwas blockiert das hier? Aha. Ich muss irgendwas tun. Kann ich irgendwo hier hoch? Klettern? Ah, ich muss wahrscheinlich tauchen. Da. Dann wollen wir das doch mal entblockieren. So. Dann wieder auftauchen. Und dann können wir das drehen. So, das war's. Das war's? Können wir jetzt hier durch? Ah, wir können jetzt hier durchtauchen. Mal kurz auftauchen und jetzt. Beeil dich! Nehmen wir mit. Dann hier auftauchen. So, gibt es hier sonst noch was? Ich wollte mal öfters diesen Überlebensblick einsetzen. So. Die Treppe ist kaputt. Ja. Ich möchte bald hier raus. Und da ist noch eine Falle. Ganz vorsichtig. Ich schieße da mal sehr nah vor. Ich würde da schon ein bisschen weiter weggehen. Aber naja. Ich muss irgendwie da rüber. So. Sie muss irgendwie darüber, okay. Ach, da ist noch ein Tagebuch. Undatiert. Fremdartige Krieger verfolgten uns durch die Höhlen. Wir rannten, zu schnell für eine genaue Beschreibung. Die meisten Soldaten fielen im Kampf. Sie schlugen sich tapfer, waren aber unterlegen und in der Unterzahl. Irgendwann erreichten Lopez, ich und ein einziger überlebender Soldat einen prachtvollen Tempel. Ich kann mir nicht einmal ansatzweise vorstellen, wie jemand ein derartiges Bauwerk so tief unter der Erde errichten konnte. Eine massive Tür versperrte uns den Weg.
Lopez befahl Perez, dem letzten überlebenden Konquistador, mit verzweifelter, brüchiger Stimme Wache zu halten, während wir den Mechanismus untersuchten. Die Tür öffnete sich, doch unsere Freude über diesen Erfolg fand ein abruptes Ende, als wir Perez Todesschreie hörten. Diese Laute verfolgen mich noch immer. Ja, das würde mich auch lange verfolgen. Gerade wenn mich solche hässlichen Viecher angreifen. Ich weiß nicht, ob man das so schnell verwinden kann. Oh, da möchten wir auf jeden Fall nicht runterstürzen. Da gibt's schönere Tode, eindeutig. Boah, das war knapp. Aber, coole Höhle. Nochmal Bergungsgut. Das möchten wir doch alles mitnehmen. Müssen wir uns wieder abseilen. Oha. Was für ein Anblick. Was ist hinter der Tür? Das würde ich auch gerne wissen. Ah, ich höre wieder solche Viecher. Ich tauche mal erstmal und schau, was wir hier so finden. Definitiv noch Bergungsgut. Das möchten wir. Schnell nach oben. Gibt noch was. Das sieht nicht so aus, ob wir da durchkommen. Zumindest können wir jetzt im Wasser schlecht die Waffe benutzen. Da müssen wir erstmal an Land. Geh mal hier rauf. Ich schau mich erstmal hier hinten um, ob hier auch alles safe ist. Was soll hier denn sein? Hier ist irgendwie nichts, keine Ahnung. Hier? Nö. So, ich muss schauen, dass wir irgendwie rüberkommen. Hier könnte die Schatulle sein. Ja, das sieht vielversprechend aus, finde ich auch. Aber ja, wie gesagt, ein dickes Aber. Und Chuck Chell schützen die Schatulle. Ja, und jetzt, wie kriegen wir das auf? Hinweise! Wo sind die Hinweise? Brauchen Hinweise. Ja, und jetzt? Da hinten bin ich noch gar nicht hergesprungen. So. Aha, da ist nochmal Bergungsgut. Das sehe ich doch von Weitem. Jetzt nimm das. Nein! Meine Güte. Was ist das für ein Geräusch? Das hört sich irgendwie eklig an. Das ist so eine Art Kratzen oder sowas. Hä? Kommen die bloß auf solche Geräusche? Tja. Da hatten wir doch einen ganz schnellen, gekonnten Kopfschuss. Daneben gezielt. Dafür habe ich es nicht gezielt.
sehe schon, wir haben keine Munition mehr. Mehr Munition ist besser, ja. Da habe ich mich so sehr in meinem Erfolg gesuhlt, dass ich vor Schreck dann erstmal daneben gezielt habe. Das war meine Strafe. Also wie gesagt, nie zu früh freuen. Kommen bestimmt noch welche. Ah, da sieht's auch, sieht man wieder viel Munition. Können wir nachladen? Ja. Bitte. Das noch voll. Ich wähle erstmal Pfeil und Bogen aus. Und ich sehe schon, oh, wir sind auch schon dicke bei 30 Minuten wieder. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Fließendes Wasser. Interessant. Dann würde ich sagen, dass wir uns um das fließende Wasser in der nächsten Folge kümmern. Und dann würde ich mich erstmal hier wieder verabschieden. Und dann freue ich mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Ja. Auf jeden Fall wird es wieder spannender. Und ich weiß nie, wie ich so eine Folge beenden soll. Keine Ahnung. Tschüss.